Liebe Klimaschützerinnen und Klimaschützer aus Bonn, aus Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland, aus der Welt, die angereist sind zur 23. Vertragsstaatenkonferenz nach Bonn. Wir haben ganz bewusst diese Demonstration vor Eröffnung der Konferenz gesetzt, um damit ein sichtbares Zeichen dafür zu setzen, dass immer mehr Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erkannt haben, der Klimaschutz ist unverzichtbar und damit unverzichtbar der Ausstieg aus der klimaschädlichen, klimazerstörenden Kohle. Klimaschutz ist schlicht eine Überlebensfrage, nicht nur für die Bewohner der Fidschi-Inseln geworden, sondern für uns alle. Und damit die wichtigste politische Aufgabe unserer Zeit. Ohne Klimaschutz keine Zukunft, nicht für Millionen, sondern für Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ohne Klimaschutz keine Zukunft für die Erhaltung der Vielfalt des Lebens, die Biodiversität. Ohne Klimaschutz kein Friedensschutz auf diesem Globus. Das heißt, wenn ich wirkungsvoll Fluchtursachen bekämpfen will, dann muss ich das Klima retten. Wir stehen hier in Bonn nicht nur vor Beginn der Vertragsstaatenkonferenz, sondern während der laufenden Gespräche in Berlin, weil wir eine Bundesregierung benötigen, welche nicht nur Paris mit auf den Weg gebracht hat, sondern welche endlich beginnt, die dort beschlossenen Klimaziele konsequent im eigenen Lande umzusetzen. Die Zeit. Die Zeit der Sprücheklopferei ist vorbei. Dem Klima ist nicht durch Worte geholfen, sondern nur durch konsequente Taten. Und wie blamabel ist es, dass wir in Deutschland die vollmundig beschlossenen Klimareduktionsziele um 40% die Treibhausgasemissionen gegenüber Anfang der 90er Jahre bis zum Jahr 2020 absolut nicht erreichen werden. Wir werden sie um 10% verfehlen, wenn wir gleichzeitig von anderen Ländern fordern, dass sie das Klima wirkungsvoll schützen, wenn wir gleichzeitig schimpfen auf den amerikanischen Präsidenten Trump, der das realisiert, was wir auch in Deutschland machen, nämlich das Klima nicht zu schützen. Und wie schlimm ist es um unser Klima bestellt, dass obwohl wir inzwischen 38% Strom haben, der aus erneuerbaren Energien stammt, obwohl Millionen Bürger in unserem Lande sich hier finanziell für den Erfolg investiert haben, dass wir trotzdem seit 2009 nicht weniger Treibhausgase verbrauchen, weil wir die Kohle im Volllast permanent nutzen, um den Kohlestrom zu exportieren, weil man damit verdient. Weil wir nichts machen, um den Lkw-Verkehr auf die Schiene zu verlegen und weil wir nichts machen gegen eine Industrialisierung der Landwirtschaft. Deutschland ist inzwischen der größte Stromexporteur der Europäischen Union. Und wir sind Braunkohleverstromungsweltmeister, ein Albtraumtitel für ein sogenanntes Klimaschutzland. Der Kohlestrom wird deshalb so massiv eingesetzt, weil er zulasten der Umwelt hoch subventioniert ist,
weil die Klimazerstörungsfolgekosten die Bewohner nicht nur der Fidschi-Inseln schon heute zu tragen haben, sondern wir alle und erst recht unsere Kindes- und Kindeskinder morgen, eine Schande für unser Land. Der Kohleausstieg ist damit unverzichtbar, er ist lebensrettend, er ist eine Chance, aber auch für Innovation und für Fortschritt. Wir fordern von einer neuen Koalition, dass sie diesen beschließt. Wir fordern vor allem von den Grünen, dass der Kohleausstieg die rote Linie ist, die sie nicht überschreiten werden. Danke. Thank you very much, Hubert Weigand. For